Hoheit, Hoheit, Königin Rukaya. Ich weiß schon, was du mir zu berichten hast. Die Dienerin hat den Auftrag ausgeführt und sie hat das verlorene Dokument in Königin Salimas Gemach gelegt. Hab ich damit recht? Woher wusstet ihr das denn? Weißt du nicht, Hoshia, dass ich niemals jemanden beauftrage, der einen Auftrag nicht erfüllen kann? Niemals. Das macht jetzt großen Spaß. Wenn Königin Jorah erst wieder im Palast ist, wird sie hier eine Situation vorfinden, mit der sie ganz bestimmt nicht umzugehen weiß. Königin Jorah kommt sicher bald zurück. Ich kann es kaum erwarten, sie endlich einmal in großen Schwierigkeiten zu sehen. Ich habe getan, was ihr wolltet, Janissa. Ich habe schon alle benachrichtigt. Sobald diese Belagerung begonnen hat, kommen uns die Verbündeten zur Hilfe. Gut. Das ist sehr gut. Bald wird der Mogulenthron ganz sicher euch gehören. Wenn ihr weiterhin tut, was ich sage. Und ich weiß, dass ihr ein sehr viel besserer Herrscher sein werdet als euer Vater. Ihr macht sicher nie die Fehler, die euer Vater machte. Also gut, morgen reise ich ab. Wieso denn die Eile, Hoheit? Ruht euch doch noch ein bisschen aus. Besser nicht. Es würde Verdacht erregen, wenn ich fortbliebe. Ich verabschiede mich. Seid ganz unbesorgt. Wir werden den Kaiser natürlich so lange hier behalten, bis ihr wirklich den Thron bestiegen habt. Und der Kaiser wird jeden Tag, den er hier ist, etwas schwächer. Aber macht euch keine Sorgen. Wir werden ihn nicht töten. Wir machen alles genau, wie ihr es wünscht. Gute Nacht. Königin Jorah ist noch nicht zurück. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Was tue ich bloß? Ich werde jetzt versuchen, sie herauszuholen. Tu das lieber nicht. Sie hat uns aufgetragen, hier auf sie zu warten. Wie lange sollen wir denn noch warten, Mutibai? Sie ist schon zu lange weg. Wir dürfen nicht zögern. Endlich, Mutter. Was ist passiert? Jorah! Wie ist das passiert? Warum seid ihr verletzt? Das werden diese Schurken büßen. Rahim, es geht mir gut, mir ist nichts passiert. Dieser Brite hatte den Plan, mich zu überwältigen und in seine Macht zu bringen. Wie kann er so etwas nur wagen? Ich werde ihn sofort töten, Königin Jorah! Rahim, ich habe ihm schon seine verdiente Strafe gegeben. Was meint ihr? Ich meine, dass ich mich gewehrt habe und ihn umbrachte. Liebe Mutter, schon bald werden alle wissen, dass dieser Brite wohl umgebracht worden ist. Und Janissa kann sich denken, wer ihn getötet hat. Wir müssen unbedingt so schnell wie möglich von hier fort, bevor er uns gefangen nimmt. Du hast vollkommen recht. Moti, bereite alles für unsere Flucht vor. Ja.
Bitte bleibt im Zelt. Ich werde draußen alles überprüfen. Was ist los? Warum schreist du? Wie konnte das passieren? Ich weiß es nicht. Als ich hereinkam, hat er schon genau so dagelegen. Wir müssen Janissa augenblicklich davon unterrichten. Was? Wie konnte das passieren? Ein Brite wurde getötet. Wer kann es bloß wagen, in das Zelt einzudringen und einen Freund zu töten? Wisst ihr, wie wichtig er war? Ein Repräsentant der Krone. Und sein Tod wird uns große Schwierigkeiten bereiten. Warum habt ihr sein Zelt denn nicht bewacht? Wer ist zuletzt zusammen mit dem Mann im Zelt gewesen? Einer der Wachen hat den toten Körper gefunden. Die Tänzerin war die letzte Person, die das Zelt des Briten betreten hat. Ich hatte diese Leute die ganze Zeit im Verdacht. Geht! Und sucht sofort diese Tänzerin. Ich will, dass ihr sie auf der Stelle gefangen nehmt und zu mir bringt. Glaube ja nicht, dass ich dich verschone, Pulver! Sie ist nirgendwo zu finden. Das kann einzig und allein bedeuten, dass sie schuldig ist. Natürlich ist sie geflohen, um ihrer Strafe zu entgehen. Wächter, durchsucht das Zelt gründlich. Haben Sie denn solche Waffen? Sucht überall nach ihnen! Sie dürfen nicht entkommen! Beeilt euch doch! Was bedeutet das? Was für ein Chaos! Da ist doch irgendwas nicht in Ordnung, Mansing. Nach wem suchen Sie eigentlich? Sucht überall nach ihnen! Gebt ihnen keine Möglichkeit zu entkommen! Was ist los? Erzählt schon, antworte! Einer der Tänzerinnen aus der Gruppe der Nomaden hat einen Briten getötet, der Chan Nisas Freund war. Und jetzt suchen wir sie überall! Eine einfache Tänzerin? Ermordet einen Briten? Hört, Mansing, wir müssen seine Majestät davon unterrichten. Gehen wir. Nein, jetzt noch nicht. Ich will nicht, dass seine Majestät sich Sorgen macht. Ich verstehe. Wir sollten der Sache natürlich erst auf den Grund gehen, bevor wir seiner Majestät davon erzählen. Schaut da entlang! Sie ist vielleicht durch den dichten Wald entkommen. Beeilt euch!
gehört, Mutter. Hört doch nur. Ich glaube, sie kommen uns näher. Wir müssen uns irgendwo verstecken. Verstecken wir uns. Tot. Aber wir können nicht Halt machen. Ich höre, wie die Pferde näher kommen. Das heißt, dass viele nach uns suchen. Wir müssen von hier weg. Kommt, Mutter. Hier entlang, Mutti. Laufen. Wir müssen uns verstecken. Nein, Joda, ihr müsst schnell weiter. Das Wichtigste ist, dass ihr in Sicherheit seid. Macht euch um mich keine Sorgen. Wirklich, Moti, nein. Du bist schon mein ganzes Leben an meiner Seite. Denkst du etwa, ich ließe dich hier allein? Joda, ihr müsst das unbedingt einsehen. Es ist wichtig, dass ihr überlebt. Bitte geht jetzt, bitte. Auf keinen Fall, Moti. Rahim? Ja? Suche ein gutes Versteck. Dort werden wir drei zusammen hingehen. Ja, sicher, Mutter. Vorsicht, Mutti. Mutti bei, Vorsicht. Passt auf, Mutter, Achtung. Liebe Mutter, hier sind wir hoffentlich sicher. Hier können Sie uns nicht finden. Wenn es Moti besser geht, dann ziehen wir weiter. Rahim, ich muss dir etwas sagen. Was ist denn? Ich habe gesehen, wie Murat mit Chanisa gesprochen hat. Was macht Murat denn dort? Er hat mir nie gesagt, dass er hier sein würde. Wir müssen unbedingt herausfinden, warum er mit ihm gesprochen hat. Und deswegen müssen wir ganz schnell nach Agra, um herauszufinden, was er hier gemacht hat. Ja, das stimmt natürlich, Mutter. Ich habe alles abgesucht. Da waren keine Soldaten. Moti geht es wieder besser. Wir müssen nach Agra aufbrechen, bevor sie uns entdecken. Brechen wir auf. Gehen wir. Obwohl Joda alles versucht hatte, hatte sie Jalal nicht finden können. Es blieb ihr also keine andere Wahl, als nach Agra zurückzukehren. Wir haben keine Nachricht von Jalal und auch nicht von Königin Joda. Ich frage mich, was passiert ist. Es war wohl ein Fehler, dass ich Joda gehen ließ. Joda ist so stur. Ich hätte sie nicht gehen lassen dürfen. Warum habe ich denn erlaubt, dass sie sich dorthin begibt? Ich bete zum Allmächtigen, dass sie bald zurückkehrt. Ich mache mir so furchtbare Sorgen um sie. Was um alles in der Welt werde ich Jalal sagen? Wenn er von Joda zurückkommt und fragt,
warum sie nicht da ist. Mutter, bitte sei doch nicht so besorgt. Königin Joda ist nicht nur klug, sondern auch sehr mutig. Sie wird ganz bestimmt sehr gut auf sich selbst aufpassen können, liebe Mutter. Macht euch keine Sorgen. Lang lebe Königin Hamida. Königin Joda und Rahim sind soeben zurückgekehrt. Ich danke dem Allmächtigen, dass sie endlich zurück sind. Gegrüßt, Mutter. Ach, Joda. Was hast du da für eine Verletzung? Es ist nichts Schlimmes, Mutter. Ihr müsst mir verzeihen, aber ich habe seine Majestät nicht finden können. Sein Leben scheint in Gefahr zu sein. Mutter, dieser Chan-Nisa und die ganzen Briten sind alle dort gewesen. Aber seine Majestät war nicht bei ihnen und blieb unauffindbar. Ich habe weder Mansingh noch Abul Fasal oder Birbal dort irgendwo gesehen. Deswegen denke ich, dass da etwas nicht in Ordnung sein kann. Königin Salima, weißt du, wo Murat ist? Königin Joda ist nicht hier. Er war im Palast, ist aber fort. Bestimmt wegen einer offiziellen Angelegenheit. Höre, Rahim. Ja? Ich wünsche, dass sich sofort alle Minister versammeln, damit ich mit ihnen sprechen kann. Ist gut, Mutter. Ich hoffe, ihr habt alle verstanden, wie überaus wichtig und dringend diese Angelegenheit für uns alle ist. Wir müssen wirklich schnell handeln. Ihr müsst so viel wie möglich herausfinden. Ich will, dass ihr alles Wesentliche über Chan-Nisa und diese Briten in Erfahrung bringt. Lasst in eurer Aufmerksamkeit nicht nach. Ich will, dass ihr jede mögliche Spur verfolgt und ebenso alles das, auch nur die kleinste Verbindung mit dem Kaiser habt. Die Versammlung ist beendet. Ihr habt Königin Salima nichts von Murat erzählt. Was hat Murat dort gemacht? Rahim, wir dürfen keine voreiligen Schlüsse ziehen. Wir können ihn doch nicht einfach verdächtigen, wenn wir keine schlagenden Beweise gegen ihn haben. Ich möchte, dass du dich darum kümmerst. Ja. Du musst herausfinden, was Murat vorhat und warum er diesen Chan-Nisa kennt. Ehe wir nicht einen Beweis gegen Murat haben, werde ich kein einziges Wort mit Königin Salima darüber reden. Ist gut, Mutter. Seid gegrüßt, Hoheit. Seid gegrüßt, Salima. Was ist? Königin Joda, wir sind in großen Schwierigkeiten. Was ist denn? Die Waren, die in die Türkei geliefert werden sollen, können nächste Woche abgeschickt werden. Aber plötzlich heißt es, dass der Frachttermin heute sei.